Moin und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, was in letzter Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist die erste Folge. Da habe ich euch nämlich gefragt, wie soll denn unsere Stadt heißen? Ich habe ein paar Vorschläge bekommen und das Beste ist eigentlich... Na, wie geht's jetzt zum Ende, ne? So, hier. Das hier, ne? Das habe ich aus Vorschlag bekommen. Hat den Hintergrund vom Ankündigungsvideo, wenn ihr euch das mal anschaut, dann werdet ihr es genau sehen, warum jetzt dieser doofe Name. Gut, also schaut's nochmal an, ne? Ich erkläre es nochmal, ich habe ein bisschen falsch Earth ausgesprochen, deswegen nun dieser Name. Mit kleiner Story dahinter, ne? Besser aus als Neustadt oder so ein Scheiß, wie der Mist. Falls ihr übrigens noch Vorschläge für diese Städtenamen habt, dann schreibt das natürlich auch gerne in die Kommentare. So, was ich jetzt offscreen gemacht habe, ist diese Straße gebaut und eine neue Mülldeponie. Also, ihr habt nichts verpasst. Ich habe die Müllprobleme dadurch wenigstens ein bisschen gelöst, bis wir 8000 Einwohner haben. Denn dann schalten wir endlich diese Müllverbrennungsanlage frei. Die ist wirklich sehr wichtig jetzt erstmal für uns. Denn langsam haben wir echt eine Auslastung der Mülldeponien. Das ist krass, ne? Also wir müssen auch die Mülldeponien langsam entleeren können. Die hier ist komplett voll. Ne? Und die hier ist, ja, halb voll bis jetzt aber nur. Aber irgendwie kann das trotzdem unsere Müllkapazität, unsere Müllproduktion nicht fassen. Denn hier sind immer noch Gebäude, die sich über Müllberge beschweren. Wieso auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht kommen auch die Müllautos durch den Stau nicht nach vorne. Aber was soll's. Okay, ich möchte jetzt bitte 8000 Einwohner haben, denn unser Müllproblem will ich nicht mit tausenden von Mülldeponien lösen. Das wäre einfach nicht schön genug. Das ist, sieht blöd aus, wenn hier Mülldeponie aneinander ist. So, Kreuzung und Verkehr. Kreuzung, die zu nah aneinander können zu Staus führen. Stark frequentierte oder komplizierte Kreuzungen verlangsamen den Verkehrsfluss. Das meinten die wegen diesem Ding, was natürlich auch stimmt. Denn diese Kreuzung ist sehr verlangsamt. Ist, wie gesagt, eine ziemlich komplizierte Verkehrsführung. Ich erkläre das mal kurz. Man kommt quasi, mal kurz die Kamera richtig drehen, hier rechts rein und will runter Richtung Fluss weiter. Sagen wir mal, man will hier über die Brücke. Man kommt hier rechts rein, muss einmal hier rechts abbiegen und sofort wieder links abbiegen, weil das hier eben jeweils immer eine Einbahnstraße ist. Das Problem ist, wenn wir hier zweispurige Straßen, also in beide Richtungen Straßen machen, dann haben wir das Problem, dass sich hier enorme Staus bilden werden, da wir nur eine Straße immer in eine Richtung haben. Und wenn ich hier eine vierspurige Straße hinmache, dann müssen wir alle Gebäude abreißen, außerdem geht es auch nicht, weil das hier durch die Kreuzung immer blockiert ist. Das heißt, das ist wie gesagt eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, diese Straße. Und gerade hier, weil eben die ganzen Leute vom Industriegebiet oder von der Autobahn reinkommen. Ich weiß nicht, warum es auf der rechten Seite nicht so ist, aber hier auf der linken Seite haben wir auf jeden Fall eine ziemlich große, Kreuzung. Eine ziemlich große Verkehrsaufkommen. Die wollen nämlich alle nach rechts in die Stadt abbiegen. Ach du heilige Scheiße, da müssen wir auf jeden Fall schon mal was verbessern. Das kann nicht so bleiben. Moment. Wir haben hier riesige Staus von Müllautos. Was ist zum Beispiel, wenn wir... hier eine Straße runter machen? Dann haben wir noch eine alternative Kreuzung in die Stadt rein. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Denn... ja, dann müssen wir aber... wir machen jetzt einfach mal hier raus Einbahnstraßen, weil langsam... langsam geht mir das hier ein bisschen auf den Sack. So, wir machen jetzt hier raus Einbahnstraßen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die auch in die richtige Richtung baue. Sechsspurige Einbahnstraße mit Bäumen im Upgrade. Bitte in die richtige... jawohl, in die richtige Richtung. Perfekt. Jetzt ist die Verkehrsführung ein bisschen unkompliziert. Jetzt haben sie nämlich hier sechs Spuren, um in die Stadt reinzukommen. Beziehungsweise drei Spuren, die dann... oder zwei Spuren schon mal, die nach rechts gehen. Und hier müssen wir dann eigentlich auch eine vierspurige Straße hinbauen. In beide Richtungen, damit das Verkehrschaos in die Stadt noch ein bisschen geklärt wird, geht aber nicht, da der Ort schon belegt ist. Das ist ja ganz toll. Oh Gott. Na gut, wir haben auf jeden Fall die Verkehrsführung jetzt schon mal ein bisschen verbessert. Ist besser, als es vorhin war. Der Öllaster kommt gar nicht drauf klar hier. Ist so ein Öllaster, ja, Öl-LKW. Wird eine interessante Sache, das hier zu beobachten. Das sage ich euch gleich. Upsala. So, gucken wir mal, was sich daraus ergibt. Werden wir einfach mal sehen. Wir haben auf jeden Fall enorme Verluste jetzt gemacht, da, da wir die Straße jetzt abgerissen haben, haben sich enorm viele Gebäude zurückgebildet.
dann würde ich sagen, bin ich eigentlich mittlerweile relativ zufrieden. So, da wir jetzt auch genügend Geld haben, haben wir jetzt genügend Geld für einzigartige Gebäude. Gucken wir mal, passt hier natürlich nirgends hin. Ne, kannst du vergessen, passt hier absolut nirgends hin. Würde das, wenn wir Häuser abreißen, würde das auch nicht hinpassen. Das braucht auf jeden Fall, das braucht auf jeden Fall ein riesen Gebiet, dieses Ding. Also das ist ja, doch hier würde es hinpassen. Tatsächlich. Was müsste dafür, ich weiß nicht, ob wir an die Hauptkreuzung jetzt auch noch ein Einkaufszentrum hinklatschen wollen. Heilige Scheiße. Dafür müssten nur ein paar Häuser draufgehen. Machen wir einfach. Nicht viel fragen, einfach machen. So, ist natürlich unter Strommangel. Nee, sollte eigentlich nicht sein. So, okay, das ist jetzt wirklich ein Ultra-Einkaufszentrum. Das ist wirklich riesig. Alter. Da möchte ich definitiv nicht wohnen. So, das hier wird jetzt aber zu Wohngebiet gemacht. Sieht aber schick aus. Kann man eigentlich nichts sagen. So, dann Parking Lots haben wir hier genügend. Da kommen dann noch die Bürogebäude hin. Kaufen Sie neues Land. Ich brauche kein neues Land. Sieht momentan noch... Ja, haben wir hinten noch relativ viel Platz. Hier hätten wir dann auch noch Platz notfalls. Und wir verlieren schon wieder Einwohner. Warum? Warum zum Teufel? Ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube, uns fehlen einfach die Wohnflächen. Wir machen hier nochmal ein strenges Rastermuster jetzt hin. Ich brauche einfach neue Wohnflächen. Da machen wir hier einfach... Es sieht blöd aus, ich weiß, aber wir machen hier einfach ein... So. Ein bisschen Gewerbegebiet muss nun mal dann leiden. Wir machen hier jetzt einfach ein strenges Rastermuster hin. Stellt sich nur die Frage, wo macht man die Parallelstraße dazu hin? Ist das hier überhaupt... Das ist nicht gerade, ne? Ne, aber lassen wir jetzt einmal so. Schaffen die im echten Leben ja auch nicht, alles genau gerade zu machen. Und ich würde sagen, hier machen wir nochmal dieses einbahnstraßige Wohngebiet. Wir haben hier ja keine verseuchten Gründe mehr. Einmal in die Richtung. Da haben wir hier eine Sackgasse. Einmal in die Richtung. So, das Ganze verbinden wir. Muss leider was drunter leiden. Scheiß drauf. Und das Ganze dann quasi als Parallelstraße zu dem hier. Müssen wir nichts abreißen, das ist gut. Und dann machen wir hier nochmal wieder 4 Einbahnstraßen hin. Zwei Einbahnstraßen meine ich natürlich. So. Und so. Okay. Und hier dann eine ganz normale Straße, die dahin führt. Und dann hier nochmal so eine Art Hauptkreuzung, dass wir genügend Anbindung an das Wohngebiet haben. Und hier kommen jetzt alles Wohngebiet hin. Ich weiß nicht, ob ich kurz warten soll, bis wir hier dichtes Wohngebiet hin machen sollen können. Aber ich glaube, wir machen es jetzt einfach so, dass wir dann die ganzen Wohngebiete wieder abreißen und zu dichten Wohngebieten machen. Dass wir hier quasi so eine Art Zentrum haben, wo auch noch ein paar Hochhäuser dann stehen später. Die dichten Wohngebiete upgraden sich ja dann auch zu ziemlich großen Hochhäusern. Okay. Hier kommen dann natürlich noch Parks hin auch. Gucke ich aber gerade, vielleicht machen wir auch einfach noch ein einzigartiges Gebäude dahin. Vielleicht hier nochmal auch eine Shopping Mall. Weil wir können ja mehrere Shopping Malls bauen, ist ja kein Problem. Zum Beispiel das Einkaufszentrum der Mäßigung. Das könnten wir eigentlich hier mitten an die vierspurige Straße genau hier hinbauen. Kostet 20.000, ist nicht zu viel, wird gekauft. Muss noch mit Strom versorgt werden. Ich hoffe, hier bauen sich jetzt so schnell wie es geht neue Wohngebiete auf, damit die den Strom hierhin weiterleiten können. Da haben wir erstmal genügend Parkflächen hin. Und hier, da können wir, da gliedert sich schon so ein... Das ist perfekt, das gefällt mir. Moment. Da werde ich mal ganz kurz bauen. Wir sehen uns dann, wenn ich das gebaut habe, wieder. Ich glaube, ihr wisst aber schon, was ich vorhab. So. So, da sind wir wieder zurück. Wie ich ja angekündigt habe, habe ich vorgehabt, hier so einen kleinen Stadtpark zu machen und hier auch den Fernsehturm hinzustellen. Natürlich angekündigt und umgesetzt. Der Fernsehturm kommt mitten in die Stadt mit minimaler Lärmbelastung hierhin. Wunderbar. So, das ist ein schöner Fernsehturm. So, dann machen wir hier noch kleine Teerwege rein.
Damit bin ich zufrieden. So, dass wir hier quasi nochmal einen Stadtpark haben. Ich stehe ja so ein bisschen, also Stadtparks müssen ja unbedingt sein eigentlich. Dass das hier quasi das Zentrum der Stadt wird. Also ist in der Nähe vom Industriegebiet, ich weiß, aber dass das hier irgendwie zur Mitte der Stadt wird. Also nicht zur ganzen Mitte, aber zur linken Grenze des Zentrums, sage ich jetzt mal. Und hier kommen dann natürlich noch gescheite Gebiete hin, wo man einkaufen kann. Hier werde ich dann noch Bürogebiete hinklatschen. Und natürlich ein Park darf natürlich auch nicht fehlen, dass wir hier hinten nochmal einen Park hinbauen. Moment, das mache ich am besten gleich nochmal. So, was haben wir für Parks zur Verfügung? Vielleicht auch ein Fußballstadion hier. Wäre auch nicht schlecht. Hier nochmal, komm, reiß das Gebäude gleich wieder ab, was du hinbauen wolltest. So, hier zwei schöne Parks. Ist das nicht wunderbar? Das finde ich, sieht gut so aus. So, hier, wie gesagt, kommen dann die die Gewerbegebiete hin. Hier werde ich dann auch noch eine kleine Shopping-Mall eröffnen. Und was natürlich jetzt noch fehlt, ist Strom, aber der wird ja hoffentlich dann bald auch weitergeleitet. Also ich finde, bis auf das, dass es ein bisschen schräg ist, nicht ganz 180 Grad bzw. parallel zu dieser Linie, ist das eine gute Erfindung meinerseits. So, bald müssen wir 8000 Einwohner. Ich beende die Folge erst, wenn wir 8000 Einwohner haben, das kannst du wissen. Und ich die ersten Bürogebiete hingeklatscht habe. Das ist dann wieder mal eine etwas längere Folge. Und natürlich, was uns nicht fehlen darf, ist dann die Müllverbrennung. So, ich beschleunige das jetzt Ganze hier mal ein bisschen. So, noch mehr beschleunigen. Haben wir eine große Kleinstadt. Wunderbar, so, das gefällt mir. Bürogebiet wollte ich bauen. Das haben wir jetzt nämlich freigeschalten. Und natürlich dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Das freut mich sehr. So, gering gesiedelt, hier Bürogebiet. Bürogebiet, genau, das habe ich gesucht. So, alles Büros. Okay, das natürlich alles abreißen. Tut mir leid, muss alles abgerissen werden. So, gut. Dann natürlich hier am Zentrum alles löschen, neu bebauen. Wir verlieren so viele Einwohner gerade, das ist unglaublich. So. Na, und den Rest, würde ich sagen, machen wir dann später irgendwann. Das können wir später umbauen. So, das hier kann eigentlich mal raus. Na, komm schon. Das hier kann raus. Und nochmal dicht besiedeltes Wohngebiet hin. Hier wachsen jetzt schon die ersten Häuser aus dem Boden. Das finde ich schön. Dann haben wir hier ein richtiges Zentrum. Direkt neben dem Industriegebiet. Nicht schön zu wohnen, aber ist praktisch. Keine langen Arbeitswege auf jeden Fall. Na gut, ich würde sagen, das war es jetzt aber erstmal von dieser Folge. Wir haben unser Ziel vorübergehend erreicht, dann leider nicht mehr. Aber ich werde jetzt so lange hier offscreen noch weiterlaufen lassen, bis wir dann, beziehungsweise rausgeschnitten weiterlaufen lassen, Friedhof benötigt. Das kommt natürlich noch hin. Neue, schon wieder ein neuer Friedhof? Naja. Ich werde natürlich dann so lange noch weiterlaufen lassen, bis wir wieder bei den 8000 Einwohnern sind. Und in der nächsten Folge, ach, das können wir eigentlich schon in dieser Folge machen. Dass wir hier am Fluss nochmal irgendwie ein Krankenhaus, wir sind ja sowieso in einem Parkgebiet. Da können wir hier dann später, das machen wir nächste Folge. Da können wir hier dann später noch ein schönes Krankenhaus, eine schöne Feuerwache, alles hinmachen, damit dieses dicht besiedelte Wohngebiet auch wirklich gut versorgt ist. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!